Schön, dass ihr dabei seid. Folge 72 mit dem Systemstreuner. Ja, ich habe ein paar wilde Aktionen die letzten Videos gemacht. Ich möchte es jetzt alles ein bisschen ruhiger und strukturierter angehen. Ich habe jetzt über das Ganze nochmal Resümee gezogen, was hier gerade so lief, auch mit dem Kredit und hin und her. Und ja, und da habe ich gedacht, schauen wir uns doch einfach den hier an. Ist er nicht wunderschön? Ja, das ist er. Ich finde ihn geil. Die User finden ihn auch geil, wo wir ihn gesehen haben. Heute wurde es ausgestrahlt, als der Heli reingeflogen ist. Das knatterige Ding. Ich freue mich auf seinen Ersteinsatz. Was haben wir noch Schönes? Wir haben hier jetzt diese wunderschöne Konzerthalle. Ich bin gespannt, was da losgeht. Sieht aus wie eine Sonne und keine Ahnung, Landschaft und ein Klavier oder so. Wir haben wunderschöne Hochhäuser. Alles wunderschön hier. Wir haben ein Kino, wo es falsch rum drauf steht. Das finde ich am besten hier. da habe ich Spaß an dem Kino. Der Lippin auch, der geht da mit mir immer abends rein und guckt dann hier die Let's Plays an. ja, was haben wir noch? Wir haben natürlich auch diese schöne Dinge fertiggestellt. Und da gibt es so schöne Details wie diese Uhr. Nur leider läuft die halt nicht, aber... Oder was das auch ist, ich weiß nicht. Oh, steht 60 dran, müsste eine Uhr sein. So ganz abgefickt. Und hier selbst, wenn man da reinguckt, ja, das Ding ist eine Dynamo Sports, keine Ahnung. Ich habe gedacht, das ist eine Sporthalle, aber da liegt ein Schwimmring rum. Also einfach hier ein paar lustige Details, was man alles so entdecken kann, wenn man sich das so anschaut. Ja, ich find's mega. Okay, genug rumgealbert hier. Nächstes Mal hoffe ich, dass der Lippin auch wieder selber da und erzählt mir was. Der ist so scharf, der Typ. Okay. Nun kommen wir zu den ernsten Dingen des Lebens. Wir haben ja einen Kredit aufgenommen. Ich würde gerne mal wissen, wie viel haben wir da eigentlich noch offen. Das sehen wir ja hier. Ja, wir schulden noch 420.000. Wir haben 74.000 bereits abbezahlt. Wir haben eine scheiß Rate gekriegt, 2,3%. Und es belastet uns halt jeden Monat. Dann guck mal hier mal. Im Monat kriegt man im Mai jetzt wieder konstant jeden Monat 200.000 rein. Das ist ja was, womit wir jetzt rechnen können. Aber davon geht halt auch automatisch der Kredit immer weg. Das heißt, wir haben ein bisschen weniger Plus. Dann wollte ich euch mal zeigen, das Rathaus, das ist so mega. Ich kann jetzt hier reinklicken und dann sehe ich, wir haben Elektronik im Wert von 250.000 in unseren Lagern. Kleidung im Wert von 300.000. Und hier, wenn man draufklickt, sieht man genau, wo es drin liegt. Also im den zwei Einkaufszentren, in den Läden, in den Warenhäusern der Einkaufszentren, also die Dinger hier, und noch in Kleidung und in Warenhaus 7. 7 müsste wahrscheinlich... Oh, das ist nicht benannt. Ich hab's verballert. Sorry. Da ist was drin. Da ist was drin. Ja. Was dann das? Ach, Waisenhaus. Mensch, Streuner, putzt deine Augen. Also, wir sehen auch so, im Waisenhaus ist ein bisschen was drin. Und der Knast steht nicht drin und das da nicht. Das heißt, es greift wirklich nur auf die Stadt. Ja, also die 28 Tonnen, wo hier drin liegen und das ganze Geraffel, wo hier noch in den Dingern drin ist, da, das zählt alles nicht dazu. Wir haben wirklich eine Stadtstatistik, die so weit zählt, wie dieser Stadtname hier halt geht. Und das ist dieser Bereich hier. Ja, der geht hier außen an der Industrie lang, weil die Industrie habe ich benannt und dadurch habe ich hier eine saubere Grenze. Wenn jetzt hier ein Lager wäre, dann würde es mit reinzählen. Einfach mal so als Info. Also, wir haben Fleisch im Wert von 65.000 in der Stadt. Ja, mal abgesehen vom Schrott, scheiß drauf. Chemie für 100.000, ja. Und die liegt halt hier überall drin. Wasseraufbereitung 7.000 und hier und Klärwerk. Ich finde es mega, diese Statistiken. Ist was in der LKW-Laderampe liegen geblieben? Eigentlich nicht. Keine Ahnung, wie er da jetzt drauf kommt. Ja, aber das ist doch geil. Man hat einen mega Überblick über seine Ressourcen. Und wir haben unsere Lager alle so aufgefüllt, dass wir jetzt wieder nur das kaufen, wo wir Bedarf haben. Wir haben jetzt halt 10% von Riesenwarenhäusern zugemacht. Na, später wird dann halt ein Zug mal mit einer 500.000 Rubel hier vorbeifahren und uns Elektronik reinkarren. Das ist dann halt normal, aber da haben wir dann auch ein höheres Income. So, einfach mal. Ich denke, die Lage ist total im Griff. Wir haben jetzt halt die Kreditbelastung.
Das ist aber jetzt nicht so schlimm. So, dann würde ich mal gern mit euch nach den Bauaufträgen gucken von der Bahn, ob da alles drin ist, weil ich habe jetzt hier nochmal drüber nachgedacht. Ich möchte nicht, dass hier noch ein Bauzug rumjodelt. Ich will nicht, dass der irgendwo hier dann rein und raus geht und dann in der falschen Richtung dasteht. Schlussendlich, ich möchte den ganzen Floß bis da vorne gebaut haben. Ich will das Gleis hier noch dran haben. Ich möchte das da haben. Ich möchte zur Tankstelle kommen. Ich muss zur Tankstelle kommen und ich muss auch zum Depot kommen. Und dieses Stückchen, das ist okay für mich, wenn sie da dann noch rumbauen. Also hoch zum Warenhaus oder dass wir das da zurückstellen. Aber ich kriege hier einfach keine gescheite Signalsetzung mit Pendelverkehr hin, wenn die Bauzüge in beide Richtungen fahren müssen. Ja, man sieht doch hier, der baut jetzt gerade da hoch, dann kann der jetzt nicht geradeaus weiterfahren. Das ist alles gerade ein bisschen suboptimal. Vielleicht hätte ich die ganze die ganze Prioritätsgeschichte einfach lassen können und einfach die so vor sich hin jodeln lassen, weil da haben sie am besten gearbeitet. Jetzt fährt er da raus, mal gucken. Vielleicht haben wir Glück, wenn er hinter das Signal fährt. Oder vielleicht kriegen wir Weiß. Moment, das will ich mal eben sehen. Bis wohin fährt er denn zurück? Fahr mal ein bisschen schneller zurück. Fährt da raus, jetzt kann der rein, kann der losbauen. Und der hält erst, ach, der hält erst beim nächsten Signal und fährt dann wieder zurück. Das ist ein bisschen assi, die Logik. Also er hat fertig gebaut, er will ins Depot. Aber jetzt seht ihr, er hat Weiß. Das heißt, er kann hier vorbeiziehen, solange der da baut. Das ist gar nicht so schlecht, so. Normale Geschwindigkeit, weil ich habe genug, was ich euch erzählen will und was ich mit euch machen will. Wir haben so viele offene Baustellen noch, die wir schon vorplanen können. Also ich sehe hier, da unten sind alle Aufträge drin. Dann gucke ich hier weiter. Da fehlen mir die Aufträge. Beziehungsweise, wieso kann der den denn jetzt... Streuner, du Vogel, du hast das Baubüro irgendwie drin gehabt, glaube ich. Oder? Oder bin ich Ballaballa? Ich weiß nicht warum. Da geht doch. Also der soll hier auch weiterbauen. Der Rest ist fertig, aber dann macht er die Stückchen hinein da hoffentlich. Dann sollen sie hier noch mit anfangen. Einfach, dass sie das nicht verpennen. Dann sollen sie mit dem anfangen und mit dem und mit dem. Und dann sollen sie natürlich auch diese schöne Strecke hier machen. Ja, und dann sollen sie auch von hier hinten anfangen. Ich hoffe, die kommen sich jetzt nicht zu häufig ins Gehege und bauen einfach so schön vor sich hin. Und wenn der eine dann mal kurz warten muss, weil der andere gerade baut, dann ist es so. Ja, die Strecke, die muss halt rund werden. Dann setze ich überall schöne Signale und dann können wir hier den Zug auf die Linie schicken. Ich überlege nur gerade, ich würde gern wissen, wie viel der teure Bauzug kostet. Und der müsste jetzt eigentlich reinfahren können. 123.000. Der gute. Was ist denn hier der teuerste? Ja, also wir brauchen keine Tunnelbohrmaschine. Wir brauchen auch nicht dieses Monstrum hier. 57. Der EDK, der hat 110 Baugeschwindigkeit. Der wird schon Sinn machen. Also das hier ist auch nochmal ein fetterer als der normale hier. Der hat 70 Baugeschwindigkeit und der da, das Coole an dem Ding ist, der hat so mehrere Waggons dran und da sieht man, welche Ladung er dabei hat, wie so ein kleines Warenhaus. Und das ist klar Schwachfug, der hat keine Pflanzen dabei. Aber der hat dann halt das Baumaterial, die Ziegel und was weiß ich da drin. Also wenn wir nicht den Kredit hätten, dann hätte ich das Ding geholt und der macht echt im Vergleich zu unserer popligen Lok da. Wo ist denn unsere Popel-Lok? Da. Der hat halt eine Baugeschwindigkeit von 10, der andere von 110. Das ist halt Dimensionen auseinander. Also später habe ich klar lauter von denen, aber jetzt halt gerade noch nicht. Weil ich brauche, wenn die Schienen hier fertig sind, dann brauche ich die Kohle, um einen vollen Zug zu holen. Und ich brauche die Kohle, bevor, dass ich das Ding da voll machen kann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das gefällt mir gar nicht. Hoffentlich war es nur gerade wegen dem Baustau. Ist das hier Benachrichtigung, wenn leer? Benachrichtigen, wenn leer, ja. Ja. Gut, wenn die Dinge alle auf 70% laufen, dann ziehen die dementsprechend die Pflanzen raus. Gerade dann lädt halt vermutlich einer. Ja.
4%, es wird ganz schön happig. Wir müssen die Strecke rund kriegen und wir müssen die Kohle haben, dann gleich den Zug loszuschicken. Und das eine ist, wir geben jetzt mal den Tankstellen, geben wir, also den Zugtankstellen, die füllen wir jetzt mal auf mit Sprit. Die können 50 Tonnen fassen, glaube ich. Ich schau mal eben. Ich habe gerade nachgeschaut, wie viel der Prozentwert ist. 50 Tonnen und das heißt, ich kann auf 78% einstellen. Das machen wir eben, dass die endlich beliefert werden. So, einmal in die Pause, sonst kriegt man wieder die Prozentzahl nicht rund. Die und die und beide auf 78%. Weil ich nicht will, dass die im Kreis rumfahren zum Tanken, sondern die sollen entweder da rein oder da rein, das was halt gerade auf der Strecke liegt. So, jetzt haben wir das drin. Tankstellen sind vorbereitet, die werden jetzt betankt. Da sollten jetzt die Tanker kommen. Da einer und hier die anderen zwei. Wir haben ja nur drei drin, aber die können jetzt mal voll machen. Gut. Wir haben diese Baustellen priorisiert. Ein bisschen möchte ich natürlich vorankommen. Unabhängig davon, das sage ich, es muss einfach drin sein, dass wir jetzt nebenbei Straßenbau machen und sowas wie hier den Kies hinkippen, weil das braucht einfach ewig, bis so eine Strecke da wieder durchgeackert ist. Das ist ja fast schon wie bis zur Grenze. Und da guck mal einfach mal, wie gerade der Iststand ist. Also das letzte Stückchen, oh, ist gerade fertig geworden, okay. Aber hier sehen wir, da haben wir noch so kleine Fitzelchen nicht in Auftrag gegeben. Da würde ich einfach, weil ich noch kein Baubüro habe für Menschen explizit, würde ich das jetzt mal mit reinmachen. Hier ist schon alles fertig. Blitzeblango, okay. Hier, da macht der Strecke und wenn er Strecke gemacht hat, machen wir noch so einen Bauweg hier vielleicht hin, dass er dann unabhängig von diesen Fitzelchen die langen Meter machen kann. Das wäre jetzt einfach so mein Gedanke, dass wir möglichst schnell die Straßen durchkriegen. Kriege ich den da hin? Das wäre Wunderbärchen. So, ich ziehe ihn mal hier lang. Und dann hoffe ich, ja genau so. Weil ich hätte es jetzt nicht ums Eck gesnappt gekriegt. Aber so habe ich jetzt einen krummen Oschi drin und wir haben die Verbindung, dass es da weitergeht. Weil ich will jetzt nicht wieder warten, bis der da fertig ist. Das soll jetzt ziemlich zügig gehen. Wir haben uns übel Baumaschinen gekauft, die sollen was arbeiten. So, da haben wir den Fitzel auch drin. Das heißt, in der Ecke können wir, wenn hier fertig ist, dann können wir das bauen, das bauen, das bauen, das lange Stück und das noch. So, wie sieht es in der anderen Ecke aus? Da ist ja ein bisschen mehr Kuddelmuddel. Okay, hier haben wir keine spezielle Kreuzung, da können wir dann gleich lange Meter machen. Und da ist noch ein unnötiger Node drin, oder was? Einmal den Node raus, dass ich das nächstes Mal nicht verballere, wenn ich den nächsten Auftrag raushaue. So. Jetzt ist es ein langes Stück bis zur Kreuzung. Und dann können die hier auch ihre 200 Tonnen Kies entkippen. Und hier dann auch. Und dann können die Walzen alle mal richtig ackern. Okay. Ne, dann haben wir das jetzt soweit vorbereitet. Die Forschung ist fertig. Ja, ich möchte halt gern noch die Geheimzentrale nebenbei bauen. Aber wo gehen wir denn hin? Ich denke mal einfach mal. Ja, machen wir hier ein bisschen Müll weiter. War sonst noch was fertig? Nein. Ja, und wenn mir nichts mehr einfällt, dann machen wir da hinten die Straßenschilder fertig. Wenn das hier jetzt so runtertroppt. Wir könnten über die Strecke hier LKWs reinschicken mit Pflanzen, dass die hier unten reinfahren, über den Matschweg. Aber oh, ich hoffe, das hält noch. Ich hoffe, das hält noch. Ich weiß nicht, sie haben ja noch viel. 450 Tonnen. Vielleicht war da gerade einfach Baustellentraffic hier. Jetzt rücken die ja auch schon wieder an. Okay, dann haben wir die Ecke. Ich hätte jetzt gern ein Baubüro gebaut. Weil die hier, also ich möchte es gern anders strukturieren. Wir haben für Straßenbau hier die Maschinen und da hinten haben wir die ganzen, die noch Import machen, was wir nicht selbst produzieren. Und die hier, die haben alles drin, soll decken aber auch Sanierungssuche ab. Aber ich möchte jetzt nicht für jeden Auftrag, wo ich Menschlein dabei haben will, das Sanierungsbüro mit reinkriegen. Die Problematik ist ganz einfach.
wenn der so gefühlt 20 Bauaufträge hier drin hat. Also so wie jetzt diese kleinen Straßenviertelchen, wovon wir eine Menge bei diesen Feldern haben werden, wenn die ganzen Felder da dran getackert werden. 30 Felder, 30 kleine Schnipsel. Und die kleinen Eckle irgendwo zum Bauernhof, zum Müllplatz und zum Silo, ihr wisst. Dann läuft das Ding voll. Und ich glaube, über 20 sucht er keine Aufträge mehr. Das heißt, Sanierungen bleiben liegen. Und deswegen möchte ich die hier nur so weit beschäftigen, dass die Sanierungen noch laufen. Sanierungen müssen Prio haben. Und das kriege ich, die Sanierung, ich kann nicht sagen, alle Sanierungen, wo reinkommen, sind Prio, sondern die kommen als Normalaufträge rein. Ich könnte sie dann priorisieren, aber zum Start, also wenn sie startet, ist sie halt normal drin. Und wenn dann 50 Straßenstücke drin sind, dann kommt nie eine Sau zu unserer Sanierung und das Ding steht ewig still. Ich möchte, dass es zügig saniert wird und es da vorangeht. Und wir kommen jetzt halt immer näher diesen Sanierungszahlen. Wir nehmen einfach mal ein kleines Büro. Ich weiß jetzt nicht. Mir würde 4 reichen, wenn ich sowas finde. 2 Fahrzeuge ist mir zu klein. Aber 4 Busse hätte ich gern, die mir hier das Personal rausholen. Weil dann wird auch weniger produziert und wenn weniger produziert wird, haben wir weniger Pflanzenprobleme. Und wir müssen halt irgendwann auf lokale Bevölkerung umschwenken. Es funktioniert nicht, dass wir hier die Leute holen und da hinten in Timbuktu was bauen. Also wir müssen die lokale Bevölkerung in den Bau mit einbeziehen. Und nicht nur über, wir machen die Baustelle hier auf und lassen da 30 Bürger reinhüpfen, sondern wir müssen sie abholen, gerade zum Bauernhof bauen, zum Silo bauen da hinten und sowas. Aber ich würde ungern, also das Standardding, das geht schon, nicht das Kostenlose, die will ich nicht mehr, außer im Notfall. Das wird schon gehen, das sieht auch ganz putzig aus, das sieht halt so, sieht ja fast so aus wie das da. Ich hoffe, ich finde noch irgendein cooles hier. Also, ich hätte gern 4er oder 6er. 2 Fahrzeuge. Ach ne, B- und Entladen hier, wo steht denn wie viele Fahrzeuge? 12, 8, 4. Ja, das sieht jetzt aber ganz schön schrumpfig aus. Also, ob da 4 Fahrzeuge reinpassen. Oh, was haben wir sonst noch? Irgendein komisches Lager mit drin. Nein, danke, 32er. Keine Ahnung. Konstrukt. Irgendein Pionierzeug. 18. Also das muss echt nicht groß sein. Ein ganz kleines. 20 Fahrzeuge. Ja, die Baureihe hatte ich ja schon. 24 Tonnen. Aber der hat anscheinend hier keinen Platz für Entladefahrzeuge oder was? Da fehlt mir irgendwie die Info. Das ist mir ein bisschen suspekt. Das Ding hier, das ist irgendwie... Das sieht schon cool aus, aber... Wäre mal was anderes. Aber zum einen viel zu viel Dinger hier drin. 32, 12. Bleib bei der Sache, such dir nicht was raus, Streuner. Ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie... Sie sehen alle so hübsch aus. Ich will sie alle haben. Der hat... Das wäre ein 6er, aber kein Benzin. Ich glaube, ich muss mir bald ein paar neue besorgen. Also wenn mir irgendjemand sagen kann, wie ich hier die Schrottgebäude ohne Benzinspeicher rauskriege, sagt's mir. Der wäre halt witzlos, den haben wir ja schon. Also mit dem Symbol, das ist vom gleichen Hersteller in unterschiedlichen Größen. 6er, aber ohne Benzin. 20er, 4er ohne Benzin. Schade, schade. Ja komm, dann mache ich jetzt nicht lang rum, wir bauen ein Standardding. Das wird mir sonst zu blöd hier. So. Und ich hätte es einfach hier mit an diesen Straßennot mit dran gesetzt. Mir ist bewusst, dass die hier wegen Bus nicht durchfahren dürfen, aber die können dann hier raus und dann da rein und direkt hier zack, Personal rausholen, zack, auf die Bundesstraße sonst irgendwo hin. Möchte ich das so rum oder möchte ich es eher, dass der Anschluss da hinten setzt, dass sie länger eine Anfahrt haben? Eigentlich bringt mir das nichts, wenn sie länger fahren. Außer wenn Stau beim Reinfahren wäre, aber den haben wir ja nicht. Aber ich würde gerne die Straße neu machen. Okay, da muss ich nicht pausieren, weil die haben ja nichts zu tun. Ich würde gerne das da wegmachen. Liebes Spiel, auf diesem Note fährt keiner. Ganz, ganz sicher. Da fährt keiner, guck. Und den Gelumpe jetzt auch weg. Den auch so. Ich möchte mal gerade schauen, ob ich das so haben möchte. Und wenn das so wäre, ob ich dann noch hier lang kommen würde.
Weißt du, der Gedanke ist, sie fahren mit Schwung hier so ein und dann einmal ums Eck. Aber ich glaube, der Schwung ist eh raus, wenn sie hier bremsen müssen. Und da ist eh 90 Grad Kurve. Aber so wäre eine Idee. Mein liebes Baubüro, wo bist du? Muss eben was gucken. Moment. Okay. Baubüro, Baubüro. Wo ist mein Baubüro? Da ist das Sechser. Würde der es mir so anbieten? Ich will es einfach näher hin. Ja, genau so. So wollte ich es. Wo bist du jetzt schon wieder? So eigentlich. Aber das snappt da nicht dran. Vielleicht dann so. Also wir haben Strom, sonst braucht man nichts. Wie ist das, wenn ich jetzt so ranfahre? Komme ich dann hier noch raus auf den da? Mit dem Matschweg. Gerade nicht mehr. Ein Gebäude brennt. Okay. Der Heli kommt. Vergesst, was ich machen wollte. Jetzt gibt's Heli. Den gucken wir uns gleich an. In der Live-View. Und lasst euch nicht stören, ich muss gleich ein Bild machen. Ich hoffe mal, das haut jetzt nicht zu sehr weg. Sorry, das muss sein. Und einmal beim Wasser holen, einmal beim Löschen. Und los geht der Flug. Einmal schön den Sonnenuntergang entgegen. Also ich warte jetzt schon so viel Folgen darauf, dass der hier mal Gas gibt. Der fliegt jetzt erst zum Wasser hin. Da macht er sich den Tank voll. Da können wir ja mal das Overlay angucken. Dann seht ihr, wie das Wasser da reinfließt. Irgendwo, glaube ich. Ich weiß noch nicht wo. Oder vielleicht sieht man es auch nicht. Nee, ich sehe die Ladung nicht. So, wir haben Wasser dabei. Momentele. So, einmal schön hier am Kraftwerk vorbei. Ich kann einfach nicht das Spiel laufen lassen, wenn ihr nicht dabei seid und diese Screenshots machen. Und ich will einmal noch, wie das Wasser rausfällt. Wir tuckern ihm jetzt schön hinterher. Gucken aber mal, was der Brand da vorne macht. Ja, jetzt geht auch der Strom da hinten aus und ihr seht, wie es brennt. Ja, der muss jetzt da. Da unten ist der Brand. Da fliegt er jetzt hin. Beziehungsweise er bleibt hier oben. Löscht jetzt darunter. So, und da kippt das an Wasser runter. Jetzt habt ihr es überlebt. Jetzt wisst ihr auch, wie der Strahler seine Screenshots macht für die Thumbnails. Wir können ja noch schauen. Ja, ist schon fertig. Feuer gelöscht. Danke, lieber Heli. Schön, dass du für uns hier in den Einsatz geflogen bist. Erst einmal drehen und dann schauen wir mal, wie lange der braucht, um auf seine 300 km/h zu kommen. Der zieht schon an hier, also da kommt kein Fahrzeug mit. Wahrscheinlich hätte es da jetzt... Nee, da wäre die Feuerwehr gerade so nicht mehr hingekommen an der Stelle. Aber ihr habt gesehen, der braucht seine Zeit. Er muss laden, er muss da hinkippen und dann muss das Wasser langen, um den Brand noch zu löschen. Du darfst dich jetzt wieder schön hier absetzen. Ein epischer Moment, der Heli war im Einsatz. Sieht aber kein Personal drin. Das Licht geht schon aus, bevor er gelandet ist. Ist ja mal cool. Oder vielleicht, weil Tag wird. Danke, lieber Heli. Danke, dass du diesen Flug gemacht hast. Und ich bin wieder total rausgestreunert. Feuer gelöscht. Hast du gut gemacht, lieber Heli. Ich habe mir schon so viel überlegt hier, aber... Geheimpolizei. Ja, ist ja mal klar. TV-Einfluss, Radio-Einfluss. Wir machen es einfach mal. Ich habe jetzt keine Priorität mehr, weil ich jetzt die Geheimpolizei bauen kann. Und trotzdem brauche ich das Baubüro vorher. Ja, der Brand ist weg. Also, ich komme jetzt hier mal kurz zur Potte. Ich halte jetzt meinen Schnabel, bis ich die Straße hier fertig habe. So, ich habe mein Wort gehalten.
Baubüro wird gebaut, ich krieg Bescheid, wenn die Straße fertig ist. Kann normale Prius sein, weil die haben ja eh nichts zum... Ja, die haben nichts. Die haben nur die zwei kleinen Fitzel da hinten. Irgendwann kommt's. Geheimpolizei. Yes. Reißt mich auch wieder voll aus dem Konzept, aber die muss jetzt herkommen. Mir ist egal, wie die Kohle aussieht. Ich will die Geheimpolizei. Ich will Abhörtechnik. Ich will wissen, was meine Bürger treiben. Und was der Lippin treibt. Hinter meinem Rücken. Wo ist der Spaß? Irgendwo bei Polizei ist das hier. Geheimpolizei. Ich denke mal, wir nehmen eine kleine. Die ist ja immer noch voll riesig. Was gäbe es denn so alternativmäßig? Was kann die denn tolles? 30 Mitarbeiter, okay. 8 Autos, 30 Mitarbeiter. Macht Müll. Ja, ist in Ordnung. Ihr macht Müll. 30 Mitarbeiter, 8 Fahrzeuge. Boah, das ist ja ein Oschi. Nee, ich habe gedacht, so ein kleines, schnuckliges Ding irgendwie so. So voll unscheinbar. Geheimpolizei. Aber 4 Tonnen Treibstoff ist ja auch nichts. Boah, das wäre ein dicker Oschi. Kleiner. Großer. Also 30 Leute ist auch okay für mich. Das läuft unter Polizeirevier. No, nee, ich bin falsch. Oder doch nicht? Office. Not Secret Police. Ja, also, nee. Ich will, dass da kein Schiss läuft. Wir nehmen die kleine Geheimpolizei hier. Die nehmen wir und damit ist gut. Und am besten, sie kommen da vorne noch an Streuners Müllplatz ran. Was waren eigentlich da gerade für komische Pünktchen? Nee, hab mich getäuscht. So. Kommst du so an den Müllplatz hin? Wie ist es, wenn ich dich da hinsetze? Dann kommt da ein Müllplatz, sagt er. Okay. Versuchen wir das mal. Normale Asphaltstraße. Kriege ich das hier jetzt schon raus? Nee. Zur Not bauen wir hier noch einen hin, wenn wir sehen, es langt nicht. Geheimpolizei. Da kommst du endlich. Mir ist egal, was du kostest. Ich will dich. Und benachrichtigen. So. Aber hier habe ich doch... Ich weiß gar nicht, habe ich hier alle jetzt drin? Import. Ich glaube, auf der 2 habe ich alle. Und auf der 1 habe ich auch alle. Okay. Dann ist ja scheißegal. Und da habe ich nur Straße auf der 3 gerade. Ja, das ändert sich bald. Sobald wir das Ding da haben. So. Was macht unser Pflänzchen? 3%. Ja, es geht bergab. Wir müssen den jetzt Pflanzen herkarren. Aber wieso geht's denn bergab? Wir haben Sommer. Die Bienen sind doch alle in der Luft. Wir haben jetzt einfach zu viel Menschlein, denke ich. 5000? Ja, jetzt packen sie es halt nicht mehr. Kann ich hier noch ein bisschen minimal nachschießen? Wir haben von denen hier 4. Und wie viel haben wir von denen da vorne? 3. Dann würde ich noch einen holen. Wir sind ja auch wieder fast auf 400.000. Einen von denen da. Dass wir nochmal 40 Tonnen mehr kriegen. Einmal mit Workshop 515. Helf denen aus. Wir brauchen das. Da hat auch noch ein Haken gefehlt, aber ist wurscht, weil wir ja eh nur das entladen. Der wird's jetzt nicht reißen. Der wird's nicht reißen. Das macht mir arge Sorgen. So, To-Do-Liste. Wir sind bei Punkt 7 von mir angekommen. Da steht Streuner, schau nach deinem Baum. Du hast ihn gepflanzt, was geht mit ihm? Wow, die Gebüsche, die sind ja cool. Ich habe mir auch überlegt, diesen kleinen 30-Mann-Kinderspielplatz, den könnte ich mir doch auch noch hier irgendwo hinbauen. Total sinnlos, aber einfach, dass er da steht, weil er cool ist. So wie der da. Ich finde den so geil. Ja, kleiner Spielplatz gleich hinterm Haus. Eigentlich könnte ich das hinter jedes Haus hintackern, so als Monument. Irgendwo, keine Ahnung, überall da, wo noch Platz ist, kleiner Spielplatz, bam. Dass sie alle spielen können. Und loyal werden. Also der Baum, ich bin schon wieder vom Baum abgekommen. Ich weiß nicht. Wächst der? Ich glaube, der braucht ganz schön lang zum Wachsen.
Ich glaube nicht, dass der ausgewachsen ist. Der müsste schon noch hochziehen. Er ist schon mächtig, was los. Okay. Erledigt den To-Do. Hammer geguckt. Was machen deine Gebäude? Da noch nichts. Hier, boah, ja. Es wird voller. Es wird voller. Was sagen die Overlays? Was haben wir denn jetzt hier an? Müll sollte ja eh leer sein. Das haben wir ja alles blank geputzt. Bei Wohnungen. Sind irgendwo welche ausgezogen oder weggestorben? Die müssen ja dann erstmal nachbesetzt werden. Nee, alles ist rappelvoll, bis auf das Ding, was wir offen haben. Also wenn ich den eröffne, muss ich gleichzeitig den anfangen zu bauen, dass da nichts schief läuft. Dass wir kontinuierlich die Stadt hochtreiben können. Ich habe gesagt, ich will mindestens 12.000 hier drin haben. Das machen wir auch. Ich muss nur überlegen, welche Arbeit ich ihnen gebe, weil das da langt nicht. Vielleicht kopiere ich auch die Kleidungsindustrie einmal und klone sie und setze sie hier nochmal genauso daneben hin. Keine Ahnung. Vielleicht mache ich einen Rundfunk aus, dass sie hier ein bisschen Rundfunk machen. Irgendwas wird mir einfallen. Aber wir müssen da am Ball bleiben. Was sagt der Stromverbrauch? Ja, also die Zahl, ich verstehe es halt nicht. Das ist irgendeine Schattenenergie, die zwischen den Dingern irgendwo hin und her pendelt. Aber das ist eigentlich die Zahl, wie viel unsere Stadt aktuell gerade verbraucht. Wir sind bei 3,4 Megawatt von allem, allem. Wie sieht es... Na, nicht Produktivität. Mit dieser Sanierungsgeschichte aus. 32. 29. Ja, da wird halt elends viel gleichzeitig zum Sanieren sein. Und deswegen auch hier. Die zwei, die dürfen nicht. Es ist ja schon blöd, dass die beide gleichzeitig zur Sanierung anstehen. Also wir hätten sie irgendwie versetzt bauen müssen. Aber nach der ersten Sanierung werden sie sich verschieben. Wir haben sau viel, das dann gleichzeitig 50% erreicht und die Sanierung losgeht. Bei den Pumpen ist es überhaupt nicht tragisch, da haben wir so viel Redundanz hier drin. Aber die, wo ihre Hauptarbeit hier gemacht haben, die zwei, sind auch schon auf 24. Selbst unser Müllplatz verschleißt. Das heißt, wenn Müllplatzsanierung, keine Ahnung, ob die noch Müll raustragen können, muss ich jetzt redundante Müllplätze bauen. Das sind auch nur scheiß Absetzcontainer. Okay. Über die Geschichte hier denke ich auch noch nach, wie ich das da gescheit integriere. Aber wir wissen, wir haben gerade noch Ruhe. Der baut auf jeden Fall in Ruhe gerade rum. Hier hinten haben wir ja nichts beauftragt. Die sollen nur hier vorne fertig machen. Sehe ich hier, wo du gekommen bist. Hier war er gerade dran. Okay, der baut gerade da hoch. Ist ja in Ordnung. Ich würde jetzt eigentlich gern noch hier das da mal nur mit Maschine machen und das da schon mit Männchen. Einfach weil, wenn der Anschluss schon steht, dann ist ja blöd, wenn der als einzigster Frachtbahnhof noch nicht steht. Weil Kohle reinschippen und Pflanzen reinschippen, das nimmt uns hier Kipper raus. Dann fahren die Kipper nur noch fürs Eisenbauamt. Dann müssen die jetzt nur noch als Backup für die Kohle fahren. Aber dann haben wir einfach... Ich muss hier die Autos rauskriegen. Die Personalbusse müssen fahren. Die Bienen müssen weichen. Wir wachsen einfach zu schnell und der Gleisbau geht zu langsam. Ach, ich freue mich, dass der Heli abgehoben ist. Jetzt hat er schon ein paar Kilometer auf dem Tacho. Ah, wo steht's denn hier? Ich bin immer so blind, wenn... Ja, und dann gucke ich es mir im Video an und denke mir, Alter, was guckst du so lange rum? Da steht doch alles da. Ja, und ich suche jetzt wieder. Geschwindigkeit, Leergewicht. Da, Kilometerstand. 11 Kilometer hat auf dem Tacho. Mal gucken, wann der nächste Rundflug kommt. Ja. Jetzt sind wir viel rumgekommen. Aber die To-Do-Liste war fast fertig. Bis auf das redundante Wasserwerk, das ich bauen wollte. Das ist zumindest mal
geplant ist, dass hier jetzt nichts mehr irgendwo rumgeplant werden muss, außer Häuser, Häuser, Häuser und halt Entertainment und Sport und Schule. Aber Schule, denke ich mal, hat sich erledigt. Die werden wir nie im Leben vollkriegen. Kindergarten können schon irgendwann wieder der nächste anstehen. In diesem Sinne, schaut mal, wie die schön reinlaufen und alle im Supermarkt einkaufen. Wenn der Patch draußen ist, dann sollen die hier Schlangen bilden. Ich bin so gespannt da drauf. Ach, wie es herrlich leuchtet in der Nacht. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und kommt gern wieder vorbei. Lasst mir was da, wenn euch was auf dem Herzen liegt. Tschüss.